Nein! Gut, dann geht's auch schon weiter. Welches Pokémon hatten wir von? Zaug. Zaug sollte mal ausgewechselt werden. Der hat ganze Arbeit geleistet. Hat sich eine Pause verdient. Holen wir Dario vor. Wir haben ihm beim letzten Mal die Pilze abgeholt. Und ich würde sagen. Oh, da ist ein Kankama. Kankama hätte ich auch gerne. Und hier ist noch ein Dickler. Wie gut, dass wir hier lang gefahren sind. Wir holen uns hier noch eine Item, das Blutdiarrhee bestimmt irgendwo rumliegen. Tarnstein, an wieder ein TP. Aber cool, dass wir auch potenziell Tarnstein mit irgendjemandem legen können. Muss da noch irgendwo ein Dick da sein. Und damit haben wir alle aus der Höhle. Das Dickdack geht zu seinen Kenners. Nochmal. Das Dickdack geht zu seinem Trainer zurück. Du hast alle Dickdack gefunden, die sich im Aufwärmtunnel versteckt hatten. Perfekt. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Ob es hier denn auch... Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier zufällige Pokémon kriegen können. In der Wüste. Aber ein paar Items wird es auf alle Fälle noch geben. Und natürlich ein paar Dickter nachkommen. Dankeschön. Noch 8 Dickter. Noch ein Item. Beulenhelm. Sehr gut. Du bist aber ein großes Pokémon. Beulenhelm kriegt definitiv irgendjemand. Ich bin am überlegen, ob ich es nicht Kai gebe. Überreste finde ich eigentlich besser drauf. Wir haben denn noch so als großen Verteidiger? Ich glaube, im Moment würde ich Dario geben, anstatt der Wechselhülle. Beulenhelm ist nämlich ein schönes Item. Macht folgendes, wird der Träger von einer physischen Attacke getroffen, erleidet der Angreifer ebenfalls Schaden. Und so ein bisschen extra Schaden ist doch gar nicht so verkehrt. Deiner Pilze. Flottbälle sogar gleich 2. Schöne Sache. Da ist noch ein Item. Verstärkt Bodenattacken, sehr schön. Und ein Heißorb. Potenziell, falls wir mal irgendwann Adrenalin bekommen. Ein Pokémon mit Adrenalin. Könnte man das glatt mitnehmen. Oh, da ist ein Dickter. Hast nicht gesehen, du kleiner Schlinge. Hier könnte man auch eigentlich gut den Pudersand geben. Ich glaube nämlich, das macht mehr als... als der Expertengurt. Der Expertengurt ist nicht verkehrt für viele verschiedene Attacken, aber da haben wir auch gar nicht so viel im Moment. Und wir werden ja vermutlich hauptsächlich hier die Dampfwalze einsetzen mit dir. Was hat denn Pupans eigentlich für ein Item? Schrägrauch für die Psychoattacke. Ich verstehe. Na, das lassen wir so drauf. Und ja, ich weiß, ich brauche jetzt nicht auf jedem Pokémon ein Item. Es würde im Prinzip auf den 6 reichen, die ich mit habe. Aber wenn ich schon mal dabei bin... Noch ein Feuerstein. Gegenschlag. Ah, da wieder ein TP. Da war ja was. Gibt es denn nur TP? Ne, warte mal, TM stand da eben, oder? Bin ich schwach. Hier sollte es sogar keine TMs geben, dachte ich. Nee, TP. Stand da nicht eben, steckt die TM in den Beutel? Ah!
Das Wetter hat sich geändert. Ratet mal, was passiert ist. Janira. Das tut mir leid, das kann man da nicht stehen lassen. Das muss da weg. Das hat Angst alleine. Das muss man mitnehmen. 21. Das ist doch mal eine schöne Sache. Ich würde sagen, als erstes ein Irrlicht, damit es immer wieder ein bisschen Schaden bekommt. Hast du da eine Schleuder? Schleuder gab es. Ach, nicht Schleuder, war Gesteinsattacke, glaube. Keine Unlichtattacke. Unlicht wäre echt übel. Aber ich glaube auch, Scharniere macht nicht so viel Schaden. Dario kann das durchaus ab. Auf alle Fälle, jetzt bekommt es immer mal wieder ein bisschen Schaden. Und mit Gegenstoß sollten wir vielleicht ein bisschen Schaden machen. Das war ein bisschen mehr Schaden. Nicht schlecht, Herr Specht. Du wirst aber auch stärker, wenn das. Genau. Wenn das Scharnierer vor uns handelt. Und das macht's ja. Und es kann nichts gegen uns machen, so wie es ausschaut. Sehr gut. Dario war genau der Richtige dafür. Läuft, würde ich sagen. Auch wenn es sich jetzt halt. Es agiert halt vor uns. Wir machen einen guten Schaden. Feuerschaden tickt auch immer noch ein bisschen mit rein. Das passt schon. Ja, obwohl mit Feuer reicht's, ja. Gut. Fast das Feuer vergessen. Ach, wie schön. Dario ist, glaube ich, sogar gleich 2 Level aufgestiegen. Und Nirvana braucht nur noch 4 Level. Läuft. Möchte Joy sich jetzt vielleicht entwickeln? Wenn ich jetzt einfach wüsste, wie es sich entwickelt, das würde helfen, glaube ich. Holen wir mal wieder Zaok nach vorne. Zaok hat schon lange nichts mehr gemacht. Na, Kanuvidu, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Ich würde nur das Scharnierer haben. Du bist mir herzlichst egal. Du bist den Aufwand nicht wert, so hart wie das klingt. Du bringst relativ wenig Erfahrungspunkte und bist dafür stärker als das Scharnierer. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist keine Kombination, die sich für mich lohnen klingt. Mehr Dick da. Schützer. Potenziell falls man mal einen Rihorn bekommen, wobei. Unwahrscheinlich. Bei so vielen Pokémon, die es gibt, werden wir kein Rihorn bekommen. Und hier kriege ich auch keinen Zufallskampf hin. Das heißt, ich kriege hier noch nicht mal ein Pokémon. Schade. Dafür kriege ich Dick da. Und damit kriege ich auch Pokémon geschenkt. Ah, da ist es. Ich habe sogar 2. Und noch mehr Pudersand bekommen und mehr Wunschbrocken. Ich kann mit den Wunschbrocken gar nicht sowas anfangen, weil das ist wie Beleber. Ich habe es ja verboten. Glattbrocken hingegen ist eine schöne Sache. Also die. Die Wunschsterne machen ja, dass man im Prinzip an einem Raid teilnehmen kann. Und das Problem ist, ich habe ja die Raids untersagt. Weil das ein bisschen zu einfach wäre. Jetzt sind alle Items wieder da. Ha. Ich bin der Versuchung geneigt, nochmal alle Items einzusammeln, um ehrlich zu sein. Auch die Beeren, die sind jetzt auch alle resettet. Ich dachte, das wäre erst beim Neustart dann wieder so. Aber scheinbar, Punkt, zu einem gewissen Zeitpunkt, resettet sich hier alles. Die Verlockung ist groß, muss ich sagen, aber ich glaube, das ist nicht so interessant für. Oh, da ist noch ein Scharnierer. Das wäre nicht so interessant für euch, und dann würde ich das vielleicht einfach rausschneiden. Dann habt ihr nicht den langweiligen Teil mit nochmal ein paar Beeren und dergleichen mit drin. Und ich krieg nochmal ein paar Aprikokos und irgendwann nutzen wir den Orgimator, wenn es euch recht ist. Und ich glaube, das mache ich. Ihr habt ja auch jetzt gesehen, wie viel Erfahrung das Punkte das immer mal wieder gab, abgesehen von den Scharnierers. Das war jetzt nicht so die Welt, was die Raffeln und die Knappe und dergleichen angeht. Von daher. Glaube ich, das passt schon. Ich hole jetzt noch ein paar Beeren und dergleichen ab und wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, da bin ich. Wir sind wieder angekommen und theoretisch sollte uns hier Maastricht erwarten. Aber ich habe das ein wenig verbockt, denn ich habe schon mal das nächste Team vorbereitet für den nächsten Arenaleiterkampf und auch den nächsten Zuschauerkampf. Oder Arenaleiter, weiß ich noch nicht, welcher das sein wird, aber für den nächsten Zuschauerkampf.
weil ich in die Richtung dann auch was trainieren wollte, weil das, glaube ich, jetzt einen Unterschied macht. Und weil ich mir das noch überlegt habe, habe ich ein bisschen Mist gebaut. Ich war so in Gedanken, habe ich ein bisschen Mist gebaut beim Aufnehmen. Mir fehlt jetzt im Prinzip, dass ich hier die Pilze abgeliefert habe, Sephora auch noch die Pilze abgeliefert hat, wir dann hier gemeinsam gegessen haben und jetzt die letzte dritte Prüfung bekommen, und zwar ein Kampf gegen Sephora. Und ja, eigentlich habe ich jetzt bestimmt eine halbe Stunde Video aufgenommen, die jetzt leider weg sind, wo ich euch erklärt habe, was ich wie machen wollte, warum ich genau diese Pokémon gerade mit habe. Und da sehe ich gerade noch, was ein falsches Item drauf. Gut, dass ich es doch nochmal verbockt habe. Das wäre schief gegangen. Das wäre richtig furchtbar schief gegangen. Was macht denn der Giftschleim, wenn wir ihn gar nicht wirklich nutzen? Weil wir kein Gift-Pokémon sind, der wird uns dann doch vergiften, oder? Das wäre richtig doof gelaufen. Habe ich denn diesen physischen Angreif mal noch? Ist der auf irgendeinem Pokémon drauf? Ich suche diesen Gurt, der physische Attacken stärker macht. Warte mal. Sag mir nicht, ich habe hier alles komplett versorgt. Das ist doch der Gurt, der hier auf Membrana ist. Oder hat Membrana den Gurt, der sehr effektive Attacken besser macht? Scheint mir eher einleuchtend zu sein. Du hast das Muskelband, ich verstehe. Dann ganz ehrlich, dann kriegst du das Schattenglas. Schattenglas habe ich hier gar nicht drauf. Wir nehmen dich erstmal nicht mit. Von daher brauchst du erstmal gar kein Item, aber du brauchst definitiv ein anderes Item. Wie kommt es denn, dass ich bei dir den Giftschleim drauf getan habe? Das wollte doch eigentlich auf Nirvana sein. Habe ich voll geschlafen. Also ihr seht, das wird jetzt auch die letzte Aufgabe. Ich würde im Prinzip nur noch die Folge fertig machen. Scheinbar baue ich nur noch Mist. Vorhin das Kiesling, jetzt die Aufnahme ein bisschen verhunzt. Ich sag nichts dazu, glaube ich. Ich kann mich nur noch entschuldigen. Wir haben 11 Rüstungssätze. Wir könnten auch noch mal ein paar Attacken jemandem beibringen. Das klingt nach einer interessanten Möglichkeit. So, wo haben wir? Ach, du bist wieder ganz unten. Nee, damals Muskelband. So, und noch mal. Den Giftschleim auf Nirvana. Ist jetzt noch irgendwas falsch? Nee, jetzt passt das aber. Trotzdem, wie doof. Okay, nochmal im Kurzdurchlauf. Diese Pokémon hier oben, das sind keine Pokémon, die jetzt irgendwie nach jemandem, der schon irgendeine Art und Weise hier dran teilgenommen hat am Let's Play, benannt. Also weder Pizza noch Zark noch sonst irgendwer. Und von daher können die schon mal erstmal raus, und es gibt auch kein Pokémon hier drin, wo ich nicht einen Ersatz für hätte. Wir haben zum Beispiel schon ein Eis-Pokémon und ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites unbedingt brauche. Launcelot finde ich nicht so gut. Tom, wir haben mehr als genug Psycho-Pokémon. Selbst Koga, wo ich gesagt hätte, den könnte man mitnehmen, braucht man an sich nicht. Wir haben zum Beispiel einen Sonntagssensor auf Pizza. Wir haben noch Kai. Es ist schwierig, wir haben zu viele Psycho-Pokémon. Können im Prinzip raus, dasselbe bei Iskala. So cool die Hacke vielleicht auch mit Umkehrung wäre. Bei Hops hätte ich es mir noch überlegt, aber ein Normal-Pokémon, natürlich hat es ein eigenes Gimmick mit der Flauschigkeit. Ah ne, wir haben gar nicht Flauschigkeit, wir haben ja Felsenfest. Dann vergesst, was ich gesagt habe, dann ist Hops oder so nicht das, was ich unbedingt mitnehmen wollen würde. Bei Erika würde ich auch eher Belebekraft bevorzugen, dann würde ich es definitiv mitnehmen. Andererseits, wir haben auch schon mehr als genug Pflanzen-Pokémon. Wir haben Charlie. Charlie habe ich so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Ich habe erstmal andere trainiert. Und das Problem ist, wir werden es jetzt nicht auf Level 36 trainieren können, sodass man, es müsste sich auf Level 36 entwickeln bis zum nächsten Kampf. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, Tengulist einsetzen. Ich glaube, damit rechnet Zarok auch nicht. Zarok ist der nächste Gegner. Und dann setzen wir Tengulist ein. Und dann kann Charlie einen anderen Mal gerne wieder mitkämpfen. Aber dass wir mit Tengulist Zarok überraschen, weil damit wird er nicht rechnen. Und die anderen Pflanzen-Pokémon fliegen halt raus. Außer natürlich Charlie und Mao würde ich auch drin lassen, aber auch nur, weil es ein Drachen-Pokémon werden kann. Und sobald wir eine Abwehr haben, ein Drachen-Pokémon wäre gar nicht so verkehrt. Ein Stahl-Pokémon bräuchte man sicherlich auf alle Fälle noch.
Und dann sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, und Kais Klon, wir haben halt Kai. Da brauchen wir Kais Klon nicht. Scharnierer finde ich gut. Können wir behalten. Da werden die Gegner kaum was gegen machen können, denke ich. Muss nur noch schauen, wie es entwickeln kann. Aber es muss auch nicht jetzt sofort trainiert werden. Wir werden es nicht sofort jetzt brauchen. Betsy habe ich auch erst überlegt, vielleicht gar nicht so unbedingt zu trainieren. Wir haben schon Unlicht-Pokémon. Mit Giovanni und Pandacro. Aber es ist auch noch Feen-Pokémon. Ich glaube, eine Alternative zu Strudel ist gar nicht so verkehrt. Wir können Strudel vermutlich demnächst irgendwann weiterentwickeln. Müssen nur noch schauen, wann. Und trotzdem ist, glaube ich, ein weiteres Feen-Pokémon so als Ersatz nicht so verkehrt. Zarok und Dario würde ich sehr gerne behalten, einfach nur weil sie nach Zarok und Dario benannt sind. Aber im Moment, sie entwickeln sich zu spät. Erst, glaube ich, keine Ahnung, wann 36 wird er sich entwickeln. Irgendwann, bis dahin kann ich nicht schnell genug hintrainieren. Dario braucht sogar noch einen Tausch, damit er sich voll entwickeln kann. Im Moment unrealistisch. Tausch hatte ich gesagt, ab Level 40. Rocky, interessante Überlegung, aber braucht noch 6 Level. Hallo nur 4 Level, bis er sich entwickelt, glaube ich zumindest. Und Hallo hat halt noch den Bodentyp. Und ich glaube, das wird ganz gut. Aber ich glaube auch, dass Zarok sich auf Hallo vorbereiten wird. Da müssen wir mal schauen, dass wir irgendwas Gutes gegen Pflanzen-Pokémon mitnehmen. Und da kommt zum Beispiel Pizza ins Spiel. Und Pizza ist auch schon gut trainiert. Pizza hat starke Attacken. Wir kriegen mit den Pflanzen, mit dem Feuer-Pokémon und dem Wasser-Pokémon Hallo. Also das Pokémon heißt Hallo. Mit einem guten Chor zusammen. Ich glaube, das passt ganz gut. Bleiben noch drei Pokémon übrig, die wir mitnehmen. Ich hatte super stark überlegt, Mini-Wulaoso mitzunehmen. Einfach nur, weil es jetzt schon einen Angriff von 103 hat. Und gute Attacken, klingt alles super. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, Zaroks Angst mitzunehmen. Nur weil es Zarok Angst heißt. Und ich glaube nicht, dass Zarok damit rechnet. Allein weil er die Folge nicht kennt, wo wir es gefangen haben. Und dementsprechend wird das, glaube ich, ziemlich witzig, wenn wir einfach mit Zaroks Angst Zarok dann ordentlich bespaßen werden. Ich glaube, er wird sich auch sehr über den Namen freuen. Des Weiteren Manny würde ich gerne mitnehmen. Damit wird er nie im Leben rechnen, dass wir das so schnell hochgekriegt haben, wenn wir da Mamute herauskriegen. Das müsste Level 33, müsste sich entwickeln, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Und das habe ich schon öfter versucht, so schnell wie möglich entwickeln. Und dann brauchst du nur im Prinzip jemanden, der die Attacken beibringt. Dann Level 34 und dann hast du Mamute, was einfach unglaublich stark ist. Und daher das nehmen wir mit. Und weil ich schon zweimal von Flug-Pokémon gesweept wurde, Nirvana. Nirvana als Elektro-Pokémon, das ist, glaube ich, eine coole Sache. Und daher, die vier müssen wir auf alle Fälle noch trainieren. Das muss noch 4 Level steigen, das muss noch 4 Level steigen. Da habe ich nachgeschaut, das entwickelt sich auf Level 27. Da hatte ich gemeinsam mit euch eigentlich theoretisch nachgeschaut. Um herauszufinden, ob das Gimmick wirklich aufgeht mit Zaroks Angst. Kriegen wir schnell hin. Nirvana noch 2 Level, das kriegen wir schnell hin. Und dann, welche zwei trainieren wir noch? Die beiden, ich weiß nicht, also Pizza würden wir sicherlich weiter trainieren, aber Pizza ist schon Level 33. Und Giovanni ist auch schon Level 30. Und ich weiß nicht, ob ich Giovanni dann noch großartig weiter trainieren würde. Dasselbe bei Kai im Prinzip. Und da wir es jetzt nur für den Kampf brauchen und es schon gute Attacken hat und allen drum und dran, habe ich mir überlegt, lass mal das. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Ich habe die Schollmünze, die wir gefunden haben, Riffex gegeben. Weil es hatte davor ein negatives Wesen für die Geschwindigkeit. Das finde ich ein bisschen doof auf einem Riffex oder in einem zukünftigen Riffex. So hat es Initiative Plus. Das ist, glaube ich, praktischer. Ja, also potenziell Strudel und Mini-Wulaoso werden wir dann noch trainieren. Müssen wir mal schauen, wann genau. Kai und Giovanni gar nicht mehr unbedingt. Kai würde ich trotzdem noch nicht abschreiben, weil Kai im Moment recht gut ist und außerdem ein Double Screener. Pizza bleibt auf alle Fälle im Team. Und die anderen zwei Pizza habe ich dann halt mit Amelia und Charlie noch aufgeführt. Amelia potenziell, weil wir da mit Tarnsterne haben und Turbodreher. Nehmen wir aber jetzt nicht mit, weil potenziell, wenn ich von Zarok Hazards erwarte, dann vermutlich Giftspitzen. Und die kriegen wir auch mit dem Gift-Pokémon weg. Denn sobald man ein Gift-Pokémon in Giftspitzen einwechselt, gehen die Giftspitzen weg. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ja, Milia trotzdem auf alle Fälle noch bis Lebumentas wird. Trainieren würde ich es vorschlagen. Das sollte ganz gut passen. Ich glaube, es entwickelt sich Level 40 auch super spät, aber Tarnstein, Turbodreher, eine gute Typenkombination, würde ich behaupten. Sollte passen. Und Charlie so oder so. Nur halt die beiden Pokémon. Charlie, da habe ich ein bisschen selbst Probleme mir bereitet, indem ich es ein bisschen ignoriert habe.
Weil ich dachte, es ist stark genug, um das noch locker zu schaffen dann, aber ich wusste nicht, dass die Pokémon hier bei der Rüstungsinsel ein Stück schwächer sind als gedacht. Ich dachte, die wären auch so Level 30, eher so eine Naturzone und weniger noch auf Level 18 bis 20, sowas in der Richtung. Oder wir hätten ja teilweise sogar Pokémon auf Level 10 nur, sind diesem Mal begegnet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vier Level trainieren, vier Level trainieren, ein Level, zwei Level. Die auch gerne noch ein bisschen mittrainieren. Und dann schauen wir mal, dass wir ein gutes Team gegen Zarok und potenziell auch den nächsten Arenaleiter zusammenstellen. Und eine Sache, die ich auch noch erwähnt habe, bei der Dynamax-Suppe, wir können ja jetzt Pokémon zum Giga-Dynamax bringen. Dann würde ich vor den Arenaleitern, wenn wir da ein Pokémon haben, was sowas könnte, immer mal wieder hierher kommen. Hier ein bisschen rumstromen, vielleicht das eine oder andere Pokémon mal wieder, gerade die Schwächeren ein bisschen ein Highlight geben, auch wenn die vermutlich jetzt so langsam nicht mehr auf die Stärke kommen dürften, wie unsere Haupt-Pokémon, die ich da schon sortiert habe. Aber trotzdem, dass wir uns dann hier die Giga-Dynamax-Variante holen, einfach nur als Gimmick. Gut, dann Kampf gegen Sofora. Machst doch da irgendwas. Du bist doch genau der Typ dafür. Da bist du ja. Jetzt muss ich dich nur noch besiegen. Dann gehört die Geheimrüstung mir. Und dann werde ich eine Arenaleiterin für Gift-Pokémon. Ich kann es kaum erwarten. Eine Niederlage kommt für mich nicht in Frage. Das verstehst du doch bestimmt, oder? Ich werde mich nicht zurückhalten. Bereit? Natürlich. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg. Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Der alte Mann ist ganz schön flott unterwegs. Von dem werden wir noch mehr sehen. Aber erstmal müssen wir Sofora besiegen. Und Gift-Pokémon können ganz schön giftig sein. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Warte mal, da liegt wirklich was auf dem Boden. Und ab geht die Post. Und da sie eine Gifttrainerin ist, sie wird doch jetzt unter Garantie Giftspitzen dabei haben. Ich hätte Dings einholen sollen, Riffex, gleich von Anfang an. Jetzt mache ich ernst. Mach dich auf einen Kampf ohne Samthandschuhe gefasst. Ach ja, auf dem Kampfplatz sind übrigens überall Giftspitzen verteilt, also sehr vorsichtig. Hihihi. Ja, du mich auch. Ach, Käfergift ist ein bisschen doof, weil wir da mit unseren Bodenattacken nur normal gegen vorgehen können. Ich würde sagen, wir hören als erstes mal Nirvana rein, um die nervigen Giftspitzen loszuwerden. So, sind verschwunden, sehr gut. Wie viel zieht uns der Biss ab? Das ist in Ordnung. Unsere Initiative, das steigt dadurch sogar. Nett. Und ich würde sagen, wir machen einen Wangenruppler. Dann wird das Pokémon paralysiert. Das sollte uns, glaube ich, Vorteile bringen. Welche Pokémon? Also sie wird. Käfergift hat sie. Was hat sie noch für Gift-Pokémon im letzten Mal gehabt? Sie hat noch das rollende Ding. War auch Käfergift, das ist ein bisschen blöd. Meine ganzen Boden-Pokémon nutzen mir da nichts. Aber ich habe ein Psycho-Pokémon, Amidia. Und Phlegmon. Und das entwickelt sich zu Lamos. Oder Lashoking. Beide, glaube ich, Gift-Psycho. Dann bringen mir meine Psycho-Attacken nichts. Dagegen wirken aber dann wieder die Boden-Pokémon. Ich bin im Überlegen, hier gleich das Psycho-Pokémon einzusetzen, um hier potenziell nicht durchsweepen, aber vielleicht kommen wir damit besser klar. Mann, nochmal ein bisschen schade. Das ist mehr Schaden als erhofft. Hi, na, da hatte ich meine Attacke wohl das Fürchten gelehrt.
Also Sondersensor müsste auch so reichen. Ich bin im Überlegen, jetzt schon Dynamax zu machen, dann räume ich mit ihrem halben Team halt auf. Wenn sie dann, obwohl, wenn sie ein Dynamax-Pokémon einsetzt, habe ich auch ein Problem. Ach komm, wir setzen Sondersensor ein, wir kriegen Pion Skora auch so. Läuft. Oh nein, das war nicht gut. Tut mir leid, mein liebes Team. Aber nicht aufgeben, ihr schafft das. Paar nette Erfahrungspunkte, aber nicht so viel wie erhofft. Smogmog. Smogmog kriege ich vermutlich nicht mit einem Schlag weg. Was kann Smogmog mir machen? Feenattacken. Ah, komm, Sondersensor. Wird schon schief gehen. Was ist eigentlich der sekundäre Effekt von Sondersensor? Der hat doch bestimmt einen. Nein, es hat Gewissheit. Puh, das hätte auch schief gehen können. Warum hast du denn Gewissheit? Aber zum Glück sind wir schneller. Ey, meine Güte. Das hätte ganz, ganz furchtbar schief gehen können. Sehr schön. Amelia Level 30, Manfred und Nirvana. Level ab. Amelia lernt jetzt Erdkräfte, dann hätte ich vielleicht mich doch nochmal umentschieden bei den Pokémon, die wir mitnehmen. Da fliegt auch definitiv die Dampfwalze raus. Erdkräfte ist eine extrem gute Attacke. Finde ich. Die jetzt schon zu haben. Na, da kommt doch bestimmt eine Unlichtattacke. Ich weiß nicht, ob ich dich one-shotten kann. Ich vermute eher nicht. Was mache ich gegen Gift? Käfer. Wir könnten zu Anfang erstmal wieder paralysieren. Meine Bodenattacken sind nur normal effektiv. Ich könnte Zarok's Angst einsetzen. Charlie ist halt nicht gut. Alle Pokémon sind Gift-Pokémon. Hallo ist schon vergiftet. Oder wir machen jetzt unseren Giga-Dynamax. Und dann ist die Frage, Manfred oder Hallo? Hallo ist schon vergiftet. Ich probiere es mal mit Manfred. Ich vermute, da kommt jetzt eine Unlichtattacke. Das wird ein bisschen zwiebeln, aber uns nicht rausnehmen. Und es sollte uns auch nicht Two-Shotten oder irgendwas. Oder Käfergebiss. Das ist viel mehr Schaden als gewünscht. Das ist doof gelaufen. Es bringt uns leider das Dynamax auch nicht mehr, also unendlich viel. Ich habe irgendwie damit gerechnet, wir könnten mehr KP damit gut machen. Ist ein bisschen schlecht gelaufen von meinem Timing her. Wir müssen erstmal schauen, wie viel wir jetzt abziehen. Und wie viel er uns abzieht. Potenziell müsste ich dann nämlich rauswechseln, dann habe ich mein Dynamax nicht so effektiv eingesetzt, wie ich das hätte tun sollen. Das ist gut, aber wie viel Schaden macht er uns jetzt? Ach, zu viel. Wenn jetzt denn wirklich ein Lamos kommt, weiß ich nicht, ob wir noch einen Hit überleben. Andererseits, Lamos ist doch ein spezieller Angreifer. Nee, es hat auch seinen Kopfstoß und sowas. Zarok steigt ein Level auf, sehr gut. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich hier verliere. Ein Pokémon reicht mir locker zum Gewinnen. Ach, Boden ist zwar sehr gut, aber sofern es physisch angreift, habe ich ein Riesenproblem. Also auswechseln muss ich dann definitiv. Vorsicht, liebe Zuschauer, so Foras Gift kann... Ich war zu langsam. Schwierig. Ich glaube fast, wir könnten hier ein Pokémon verlieren. Ich habe mich scheinbar nicht richtig vorbereitet. Warum habe ich mich nicht auf Gift-Pokémon vorbereitet, Ichwok? Ich habe jetzt alles darauf getrimmt, hier noch ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen, um potenziell gegen Zarok gut dazustehen, aber ich habe mich nicht darauf konzentriert, gegen Sephora gut dazustehen. Aber es hätte fast gereicht. Ah, war ein Volltreffer. Cool.
deiner Flut. Bitte lass das eine spezielle Attacke sein. Wir sind jetzt so aufgepowert auf der speziellen Seite. Schwein gehabt. Jetzt regnet das. Ach, das ist doch sehr effektiv. Ich honk, warum freue ich mich auch noch über eine Wasserattacke? Es ist vorbei, ja. Ich werde das nicht mal zusammenschneiden oder sonst irgendwas. Ich hatte auch überlegt, weil das, falls der Part ein bisschen kürzer wird, dass wir die nächste Stadt noch mit reinschneiden, aber. Obwohl, das könnte ich immer noch machen. Da ist nicht so viel los. Und trotzdem, was mache ich denn hier für Fehler? Ich sollte so spät am Abend nicht mehr aufnehmen. Ich bin gerade am Überlegen wegen dem Eissplitter. Das Lamus hat nicht mehr so viel, aber wenn ein Eissplitter nicht reicht, verlieren wir dadurch Manfred. Ich könnte auch einfach auswechseln. Und weil ich weiß, dass eine Wasserattacke kommt, bin ich sehr am Überlegen, ob ich nicht Charlie einwechsle. Potenziell könnte natürlich auch eine Giftattacke kommen, aber dann machen wir halt einen Doppelwechsel. Hauptsache, sie nimmt keins unserer Pokémon raus. Und das ist keine Wasserattacke. Das hat auch viel mehr gezwiebelt als vermutet. Oh Mann. Ich muss extrem aufpassen, dass ich keinen Mist weiterbaue. Wenn da jetzt eine Giftattacke kommt, wäre Nirvana sehr gut. Wenn da aber wieder eine Psychoattacke kommt, habe ich ein Problem. Aber Hallo müsste gegen beides halbwegs brauchbar sein. Dann müsste ich aber sofort wieder wechseln. Ist Hallo schneller als Lamos? Wassertempo. Erhöht bei Regen die Initiative. Ja, nehmen wir. Es muss... Nein, Schnellschuss. Ich habe gedacht, es darf jetzt vor mir irgendwas machen. Darf es noch etwas Gift sein? Ich hatte schon fast die Befürchtung, das wirkt wie Verfolgung, dass wir jetzt unseren Starter verlieren. Das wäre so richtig bitter gewesen. Oh, so spät am Abend nochmal so eine Aufregung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir sind das Dynamax losgeworden. Wir sind definitiv schneller durch den Regen. Von daher Blubstrahlen, die Sache ist gegessen. Aber das hätte auch furchtbar schief gehen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das haben wir jetzt nur... Das wäre furchtbar schief gegangen. Hätten wir nicht stärkere Pokémon dabei gehabt als sie. Sie hätte jetzt 25, wir hatten 32er Pokémon. 33 mittlerweile sogar. Das wäre furchtbar schief gegangen, wenn wir ungefähr gleich stark gewesen wären. Und das alles nur, weil ich nicht nachdenke. Oh Mann. Dabei habe ich mich nicht mal zurückgehalten. Ich habe doch alles gegeben. Ich brauchte den Sieg. Und hier kriegen wir Velocity. Sehr gut. Lernst du eine gute Kampfattacke? Liebes Velocity. Costoso, nicht Velocity. Es drückt seine Zuneigung durch Umarmungen aus. Dies ist ebenso sympathisch wie gefährlich, da diese zu Knochenbrüchen führen kann. Du bist ja ein Teddy. Klammergriff. Das ist noch normaler Attacker. Brauche ich nicht. Sogar eine schwächere als Stärke. Wir brauchen eine Kampfattacke, liebes Velocity. El Costoso. Wir haben eine Siegerin. Martin hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super. Das war fantastisch. Was für ein Kampf. Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Ich habe verloren. Ha. Das ist ja wohl das allerletzte. Ich verliere, obwohl ich sogar extra geschummelt habe. Ein so junges Talent wie du wird das vielleicht nicht verstehen. Aber eines solltest du wissen. Ich habe absolut alles gegeben. Alles, was in mir steckt. Aber vielleicht sollte ich meinen Traum, Arenaleiterin zu werden, langsam aufgeben. Wenn meine Schummelei rauskommt, werde ich sowieso aus dem Dojo geschmissen. Martin, du kannst dem Meister ruhig von meinem faulen Trick erzählen. Lieber nicht. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Was? Aber wieso denn nicht? Dabei habe ich so feige gehandelt, nur um gegen dich zu gewinnen. Martin zeigt mir wieder wahre Stärke, indem sie sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister? Ist doch rausgekommen. Als Sephoras Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Da möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihr.
Aber meine Schülerin steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen ihre Rivalen. Danke, Meister. Martin, es tut mir wirklich leid. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Was? Also, das ist zwar harte Arbeit, aber ist das wirklich alles? Na Logo. Und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Dann haben wir doch noch ein bisschen was Gutes bewirkt. Ja, das werde ich. Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das war so ergreifend. Es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Martin, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen, von wegen hätte fast Pokémon verloren. Und prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master Dojos. Ich lade schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei. Macht eure Meister froh und kehrt ins Dojo zurück. Ho, ho, ho. Martin. Eine Ligakarte. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Du bist ganz schön stark. Ich würde sagen, die Rüstung nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir mal. Wer ist vorne? Drei Level noch. Unsere Pokémon sind geheilt. Apropos, bevor ich hier irgendwas mache, kriegen wir auf dich irgendeine Kampfattacke drauf. Nicht mal Heimzahlung. Dann lass mich kurz mal nachschauen, weil mir ist die Idee gekommen, vielleicht könnten wir Costoso ja auswechseln. Erst auf Level 36 lernst du eine Kampfattacke. Boah, das ist super weit weg. Ich brauche aber eine Kampfattacke. Wo kriegen wir denn eine Kampfattacke her? Gibt's bei dir eine Kampfattacke? Coaching. Und dann sitzt sie noch nicht mal was. Also dann würde ich vielleicht bei den Watt-Typen nochmal suchen. Wir brauchen unbedingt eine Kampfattacke auf Costoso. Und da Costoso so spät eine Kampfattacke lernt, bin ich am Überlegen, das Ziel, Costoso überhaupt zu bekommen. Und schaut euch mal die Werte an. 110 Leben, okay, nur 78 Angriff. Andererseits, Dings ist auch 7 Level höher und hat 103 oder dergleichen. Und wir haben hier noch Flauschigkeit drauf. Ich glaube, das passt schon. Ich bin im Überlegen, Costoso zu sagen, wir trainieren es nicht weiter. Das reicht im Prinzip genauso wie bei Kai. Viel mehr wird hier an der Stelle einfach nicht kommen, fürchte ich. Obwohl, Costoso ist stark. Aber andererseits, wir haben Pandacro. Dann brauchen wir es eigentlich nicht weiter trainieren. Dass wir lieber noch Strudel oder Mini-Hula-Oso oder Pizza noch ein bisschen weiter trainieren. Oder von mir aus auch eins aus der Reserve. Obwohl, nee, lieber erstmal die drei genannten. Und dann im Prinzip Zaroks Angst erstmal nur als Gimmick nutzen, um Zarok ein bisschen zu ärgern. Nehmen wir Überreste an mich und dann packen wir es hier mit hin. Und ich würde sagen, wir trainieren erstmal Strudel noch ein bisschen. Das sollte ganz gut passen. Pizza trainieren wir definitiv auch weiter. Kai nicht unbedingt. Tengulist genauso wenig. Und Tengulist würde ich dann auch hier oben eher mit einordnen, dass wir es nicht weiter trainieren. Hingegen die hier müssen alle noch trainiert werden. Aber Kai trainieren wir auch nicht weiter. Von daher gehört es eigentlich auch eher hier oben mit rein.
Aber Zaros Angst könnten wir weiter trainieren. Zarok ist nicht verkehrt. Komm, wir packen den hier mit rein. Entschuldigt dieses Hin und Her. Ich glaube, ich werde dann auch die Stadt nicht nochmal mit reinbringen. Wir haben, glaube ich, Aufnahmezeit jetzt schon lang genug. Ja, definitiv. Das kann ich alles zusammenschneiden. Das kommt auf eine annehmbare Zeit hinaus. Und dann könnt ihr auch meine Gedankengänge ein bisschen besser nachvollziehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wenn euch das nicht interessiert, kann ich das beim nächsten Mal auch im Prinzip rauslassen. Hier könnte man auch die Überreste draufpacken und den Expertengurt dann zum Beispiel eher auf Mini-Wulaoso schieben, aber ich finde ihn auf Hallo eigentlich besser. Wir könnten auch hier die Überreste draufpacken, anstatt dem Schrägrauch. Oder hier. Zukunftsmusik, erstmal alles egal. Eine Sache, die ich gerne machen würde, ist Boxansicht Team 1. Also, wir nehmen mit Pengulist. Wir nehmen mit Zaroks Angst. Wir nehmen mit Pizza. Ach, ich kann das nicht mal ebenso schnell in die Teams schieben. Das ist natürlich doof. Warum kann ich denn, weil die Ansicht doof ist. Dann mache ich das später. Sonst hätte ich gesagt, schieben wir die gleich mal in ein Team mit rein, die wir gegen Zaok fanden wollen. Dann brauchen wir potenziell auch nochmal hier, also soweit die fertig trainiert sind, potenziell gegen was auch immer der nächste Arena-Leiter für ein Team hat. Müssen wir auch noch ein bisschen was raussuchen. Ja, ich würde sagen, das sind die, die ich erstmal trainieren möchte. Ich schweife vom Thema ab. Folgenlänge passt, glaube ich. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier noch Maastricht ansprechen. Das Team passt mit meinem Plan gegen Zaok. Ich werde dann jetzt auch Feierabend machen. Das ist schon viel zu spät. Ich mache Fehler, teilweise bedeutende Fehler. Wir hätten jetzt auch Pokémon verlieren können. Das wäre nicht das erste Mal. Ich sage nur Blanas. Dank Zaok haben wir Blanas überhaupt. Von daher eigentlich müssen wir natürlich auch Giovanni mitnehmen, weil jetzt Zaok wiederbelebt hat. Da bist du ja, Martin. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Da überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master Dojos. Ich bin gespannt. Na dann, los, komm heraus. Von wegen Rüstung. Aber stimmt, wir kriegen ja auch noch hier Bukuma heißt es, glaube. Dann brauchen wir vielleicht gar kein. Das wäre dann das dritte Kampf-Pokémon. Vielleicht brauchen wir dann gar nicht Dings. Ist aber schön animiert. Für Pokémon-Verhältnisse. Wie wir strahlen. Oh, jetzt ist es schüchtern. Was wollte ich sagen? Dann brauchen wir Zaroks Angst vielleicht gar nicht mehr zu trainieren. Wir haben dann nämlich schon zwei Pokémon. Diese Pokémon ist die Heimrüstung des Masters Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Dann können wir nämlich auch Dokuma als weiteres Kampf-Pokémon haben. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Tierchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite, etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne deine Obhut geben. Schankedön im Voraus. Cool, ein weiteres Pokémon. Wie nennt man das denn? Meister Maastricht hat dir Dakuma anvertraut. Durch rigoroses Training perfektioniert es seine Kampftechnik. Dies bestimmt, welche Form Dakuma nach der Entwicklung annimmt. Ich muss nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe mich beim letzten Mal für das Unlicht-Pokémon entschieden.
und wird dann jetzt das Wasser-Pokémon nehmen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Und wie nennen wir es denn? Habe ich immer noch keine Antwort drauf gefunden. Wir nennen es. Jetzt hätte ich vorher nachschauen sollen, aber ich kann den Namen immer noch umbenennen. Ich würde das gerne Rapids Track nennen. Strike, STRIKE. Wir können Leerzeichen zwischendurch einbauen. Rapid Strike. In eine PC-Box, bitte. Muss man gleich mal nachschauen, auf welchen Level ist das. Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Diese kleine Kerlchen hat noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Kakuma sich dir einfacher eröffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch nun besser kennen. Oh. Und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Wenn jetzt die Funktion auch noch so gut wäre wie den Let's Go Teilen, definitiv. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit der Kumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Machen wir. Pokémon. Rapid Strike ist erst auf Level 10. Das ist nicht viel. Aber auch das werden wir definitiv trainieren. Aber dann halt später. Boxansicht. Warte mal, was war denn das? Wie habe ich denn jetzt auf, bin ich denn jetzt auf Item bewegen gekommen? Ah, so kann ich Items bewegen. Ups. Ach, ich lerne das noch. So. Also Zahlungsangst muss gar nicht mehr unbedingt trainiert werden, weil ich glaube, mit Pandakro sind wir gut aufgestellt. Auch wenn Costoso potenziell sehr interessant ist. Wir haben potenziell noch Takuma, Pandakro, Zweikampf-Pokémon reichen, glaube ich, locker. So. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Gut, dann. Wenn nichts vergessen ist, ich glaube, ich würde an dieser Stelle dann wirklich sagen, die Folge ist lang genug, dann erforscht man die Stadt doch beim nächsten Mal. Demnächst werden keine Aufnahmen mehr nachts gemacht. Muss ich mal schauen, wie ich mit der Wärme klarkomme. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was von meinem Plan gegen Zarok mitnehmen. Und ihr könnt auch gerne noch schreiben. Also ich werde den Kampf gegen Zarok natürlich schon gemacht haben, bevor ihr da was schreiben könnt, nehme ich mal an. Wenn ich da mich nicht ganz täusche, nehme ich dass den Kampf gegen Zarok, also falls Zarok da Zeit hat, auf, wenn diese Folge noch nicht draußen ist, genau. Von daher könnt ihr mir da leider kein Feedback zu geben, aber potenziell, falls es euch interessiert, wie ich mich da vorbereite, ich habe es jetzt mal drinnen gelassen, bin mir da noch etwas unsicher, aber passt schon. Wir haben nochmal den Kampf gegen Zafora gemacht. Demnächst geht es dann weiter. Wir wollen Richtung vierten Orden. Und bis demnächst.